lecker, 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 frische Fische, kommen Sie ran, was kann ich für Sie tun? In diesem Geschäft dreht sich alles um Fisch. Die Fischtheke opulent, eine riesige Auswahl, filettiert oder noch am Stück. Die Kunden stehen Schlange, auch für Sorten, deren Heimat tausende Kilometer entfernt ist. Alles fangfrisch, aber aus der Fischzucht. Das A steht für Aquakultur. Die Auslage ist voll davon. Lachs, Wolfsbarsch, auch diese Gelbschwanzmakrelen, die Doraden. Alle diese Fische stammen schon lange nicht nur aus dem offenen Meer. Sie werden gezüchtet, weil der Fischhunger immer größer wird. Fisch ernährt die Welt. Ein wichtiger Eiweißlieferant. Für den Handel lukrativ und berechenbar. Fisch als industrielle Produktion. Vielfach noch ein großes Experiment. Die Ernährung der Zukunft? Aber was bleibt nach der Ernte im Wasser zurück? Griechenland, die Insel Samos. Die wenigen kleinen Fischerboote sind längst wieder zurück im Hafen. Für andere fängt die Arbeit nun an. Für sie, die Forscher des Marineinstituts Archipelago. Meeresbiologin Anastasia Milou widmet sich seit 15 Jahren einer Aufgabe. Sie forscht, wie sich das Leben unterhalb des Meeresspiegels verändert. Ich mache das, um die Ägäis und die gesamte Gegend drumherum zu schützen. Leider gibt es dort viele Umwelteinflüsse. Gleichzeitig ist dieses Meer wahrscheinlich eines mit der größten Vielfalt im Mittelmeer. Derzeit steckt noch so viel Leben in unserem Meer, aber es ist nicht geschützt. Vor uns steht eine große Herausforderung. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Ein Rennen, um dieses ganz besondere Meer zu schützen. Vor allem im Mittelmeer forscht Milou mit ihrer Crew. Regelmäßig fahren sie für Exkursionen raus aufs Meer. Heute geht die Reise zu einer kleinen Nachbarinsel von Chios, unweit der türkischen Küste. An Bord sind neben den Meeresbiologen auch Taucher und viel Technik. Mehrmals im Jahr erforschen die Biologen die Küstengebiete. Nach 2 Stunden Fahrt der erste Tauchgang. In 12 Meter Tiefe gibt es ein artenreiches Leben. Der Boden ist bedeckt mit üppigen Seegraswiesen. Ein besonderer Schatz der Natur und Jahrhunderte alt. Dieses Seegras hier ist die grüne Lunge des Mittelmeers. Mit das Wichtigste für das Leben im Mittelmeer. Und es ist durch europäische, internationale und griechische Gesetze geschützt. Seegras ist der Lebensraum zahlreicher Meerestiere. Und es hält mit seinen Wurzeln den Boden zusammen und schützt unsere Küsten vor Erosion. Seegras reinigt den Ozean von Schadstoffen. Es kann bis zu 50 Jahre alt werden und wächst in fast allen Küstenregionen der Welt. Und es wächst mit nur 1 Zentimeter pro Jahr sehr langsam. Hier ist die Unterwasserwelt in Ordnung. Zurück an Bord. Auch der erste Eindruck zeigt, die Pflanzen sind gesund.
Doch was passiert mit der Entwicklung von Seegras und dem Meeresboden, wenn sie gestört werden? Wir haben Bodenproben genommen, die wir später analysieren werden. Hier sind wir an einer sehr artenreichen Stelle. Die Proben werden wir mit anderen Proben vergleichen, die sich in der Nähe einer Aquakultur befinden. Sind das Seegras und die Meeresfauna in Gefahr? Fischfarmen der Firma Nireus. Ein großer Fischproduzent in Griechenland. Nach eigener Beschreibung Global Leader, ein Weltmarktführer in Sachen Fischzucht. Die beginnt hier in der hauseigenen Algenproduktion. Die Aquakultur ist eine Sache, die wir ständig weiterentwickeln müssen. Denn wir müssen zusehen, wie wir immer mehr Menschen ernähren können. In 5 Generationen, in 200 oder 500 Jahren werden sie uns als Pioniere ansehen, wie aus einer prähistorischen Zeit der Aquakultur. Leonidas Papacharidis ist Meeresbiologe und Ökonom. Bei Nireus kontrolliert er die gesamte Produktionskette. Die Algen stehen am Anfang der Fischproduktion. Aber auch die industrielle Fischzucht selbst ist noch sehr jung. Die Algen sind die erste Nahrung des Fischlaichs. Entwickeln sie sich nicht richtig, etwa wegen einer Verschmutzung, ist eine ganze Fischgeneration gefährdet. Erst die Algen, später brauchen die Jungfische Plankton. Auch das stellen sie bei Nireus selbst her. Die Fischproduktion ist ein schwieriger Prozess. Ernährung und Aufzucht sind komplexe Vorgänge. Und es ist ein Geschäft. Kostengünstig und schnell soll es gehen. Uns helfen da die Erfahrungen aus der Aufzucht von Schweinen oder Geflügel. Wir können das Wachstum beeinflussen, indem wir genau die Bruttiere auswählen, die am schnellsten wachsen. Das tun wir auf sehr wissenschaftliche Weise. Und dann hoffen wir, dass deren Nachkommen auch überdurchschnittlich schnell wachsen. Nach gut 30 Tagen sind die Doraden 3 bis 4 Zentimeter lang und bereit für das Meer. Obwohl schon jetzt so viel Zuchtfisch auf dem Markt ist, erwarten Fachleute, dass sich die Produktion in wenigen Jahren nochmals verdoppelt. In der Mittelmeerregion ist Griechenland neben der Türkei führend. Der Fisch ist ein Exportschlager. Die industrielle Aquakultur, wird sie aber auch zum Problem? Die Geschichte eines Dilemmas. Große Teile der Ozeane sind dramatisch überfischt. Längst auch das Mittelmeer. Das natürliche Angebot hält der Nachfrage schon lange nicht mehr stand. Zuchtfisch aus riesigen schwimmenden Farmen soll der Ausweg sein. Diese Fischkäfige liegen direkt an der Insel Chios. Fisch aus Aquakulturen stammt vor allem aus Asien. Aber auch in Europa reiht sich an den Küstenstreifen der Mittelmeerländer eine Fischzucht an die andere. 18 Monate werden die Doraden hier wachsen, bis sie in ganz Europa verkauft werden. Die Fütterung. Jeden Morgen und jeden Abend. Sie sehen sehr energiegeladen aus. Ein gutes Zeichen für ihre Gesundheit. Wir nutzen keine Hilfsmittel, weil die Brutstätte nicht weit von der Farm ist. Ich denke, Aquakultur ist eine sehr effiziente Art, die Menschen mit Fischprotein zu versorgen, und zwar zu einem erschwinglichen Preis. Was ist Nireus für ein Unternehmen? Eines, das Verbraucher tatsächlich mit einem gesunden Produkt versorgt? Und welche Umweltrisiken nimmt es dafür vielleicht in Kauf?
Eigentlich soll die Aquakultur dabei helfen, dass sich die natürlichen Fischbestände auch im Mittelmeer wieder erholen. Aber mehr als 200.000 Fische in einem Käfig sind auch Massentierhaltung unter Wasser. Im Institut von Archipelago bereiten sich die Meeresbiologen auf ihre nächste Expedition vor. Jetzt wollen sie zu jenen kleinen Inseln in der Ägäis, wo es besonders viel Fischzucht gibt. Für uns ist diese Gegend eine Art Labor, in dem wir Techniken entwickeln, die uns ermöglichen, den Einfluss von guten und schlechten Fischzuchten zu erkennen. Dabei versuchen wir, Kriterien für eine nachhaltige Fischzucht festzulegen. Denn wir sollten genau wissen, was wir verursachen, wenn wir unsere Insel in eine große Aquakultur verwandeln. Die Fahrt zu den Zuchtfarmen in der Nähe der Insel Oinousses dauert etwa 2 Stunden. Das Team ist gespannt. Hier in diesem Abschnitt der Ägäis forschen sie zum ersten Mal. Dann Ankunft in der Nähe der Fischzucht. 10 Netzkäfige. In jedem davon zehntausende Fische. Dies ist eine der ältesten Aquakulturen in der Ägäis. Sie ist in einer sehr kleinen, geschützten Bucht. Wir wollen hier den Einfluss der Aquakulturen auf das Ökosystem erforschen. Näher als etwa 200 Meter dürfen die Forscher nicht heran an die Aquakulturen, denn es ist das Hoheitsgebiet der Farmer. Es geht um die Frage, welchen Einfluss haben Aquakulturen auf die Unterwasserwelt? Das Einzige, was hier noch wächst, sind Algen. An vielen anderen Stellen ein noch trostloseres Bild. Eine Unterwasserwüste. Karger Meeresgrund. Kaum Leben. Die Sicht ist schlecht, das Wasser getrübt. Auch hunderte Meter von den Fischkäfigen entfernt, praktisch kein Seegras mehr. Auch hier nehmen die Forscher wieder Proben. Die Frage ist, wie sah es hier vorher aus? Viele tote Wurzeln. Ein Beleg dafür, dass es hier einmal jede Menge Seegras gab, bevor sich die Aquakulturen ansiedelten. In den vielen kleinen Buchten mit den geringen Tiefen findet kaum Wasseraustausch statt. Hier kann Fischzucht nicht nachhaltig sein. Aber was kann die eine Probe über Fischzucht generell aussagen? Die Aquakulturen in Oinousses gehören ebenfalls Nireus. Sind ihre Fischfarmen grundsätzlich eine Belastung für das Meer? Welches sind die Risiken? 20 Kilometer entfernt in Chios, eine weitere Zuchtfarm von Nireus. Eine von 42, die um die Küste Griechenlands verteilt sind. Sie gibt es seit über 20 Jahren. Auch hier Vorbereitung zum Tauchgang. Allein aus dieser Bucht fischt das Unternehmen 5000 Tonnen Doraden und Wolfsbarsche im Jahr. Aber hier sind die Bedingungen anders. Hier gibt es kein Seegras, der Boden fällt steinig ab. In 60 Meter Tiefe verteilt sich der Abfall aus den Netzen viel besser. Wir sind eine sehr junge Industrie und müssen noch viel lernen, entdecken und herausfinden. Wir arbeiten heute anders als vor 10 oder 15 Jahren. Neue Kenntnisse und Verordnungen sind gekommen. Wir haben unsere Produktion verändert. Wir arbeiten nachhaltiger als früher. In a more sustainable way.
1,5 Millionen Fische verkauft Nireus pro Woche. Auf 0 Grad heruntergekühlt verpacken sie den Fisch nach der Ernte und versenden ihn innerhalb von 3 bis 4 Tagen bis nach Italien, Holland oder Deutschland. Danach kann der Fisch auf den Teller. Ein wichtiges Geschäft, auch für die Inseln Griechenlands. Nireus räumt Risiken ein. Risiken, die durch das Fischfutter entstehen könnten. Das ist organisches Material, das durch die Reste des Fischfutters und durch die Ausscheidungen der Fische entsteht. Das ist aber sehr begrenzt, nur unterhalb der Farmen. Das Futter ist also ein Risikofaktor, weil der Fisch es nicht vollständig verwertet, weil das den Meeresboden überdüngen kann. Aber auch, weil es für den Nährwert des Fisches entscheidend ist. Wissenschaftler beschäftigen sich weltweit mit dem Thema. Am Thünen-Institut für Fischereiökologie in Ahrensburg arbeitet einer der renommiertesten Forscher auf diesem Gebiet und sucht nach geeigneten Inhaltsstoffen. Die sind entscheidend für die Qualität des Fisches. Ulfert Focken entwickelt neue Zusammensetzungen und testet sie an verschiedenen Fischarten. Die Industrie schaut sehr genau auf seine Forschungen, denn sie sind Geld wert. Die Futtermittel allgemein haben einen Anteil von 30 bis 60% an den Produktionskosten in der Aquakultur, je nach Haltungssystem. Und entsprechend ist der Anreiz, dort bei den Futterkosten zu sparen, sehr hoch. Wir sehen, aktuell ist das Fischöl mehr als doppelt so teuer wie das Sojaöl. Wenn der Fischfarmer Sojaöl statt Fischöl einsetzt, kann er deutlich seine Produktionskosten senken. Aber dann ändert er auch die Qualität seines Fischs. Mit einem hohen Anteil an Fischöl im Futter erhöht sich der Anteil an Omega-3-Fettsäuren im Fisch. Das macht ihn besonders wertvoll und gesund. Aber eben auch teuer. Das Problem? Wir können derzeit mit natürlichen Pflanzen kein Öl erzeugen, was Fischöl vollständig ersetzen kann. Vor diesem Problem steht auch Nireus. Auf dem Weg nach Patra, 2 Stunden von Athen entfernt. Ähnlich wie die Algen stellt Nireus das Futter für seine Zuchtfische selbst her. Wie die Wissenschaftler sucht auch Nireus nach einer besseren Zusammensetzung des Futters. Wir züchten fleischfressende Fischsorten. Das bedeutet, dass deren natürliche Ernährung hauptsächlich von Tieren und Tierprotein abhängt. Das müssen wir also sicherstellen. Andererseits können wir dem Fisch nicht 100% Fischmehl geben. Das wäre sehr teuer. Um also einen erschwinglichen Fisch herzustellen, nehmen wir für das Futter auch pflanzliche Bestandteile. 2/3 Pflanzenanteile hat das Futter. Um einen Anteil an Fischmehl und Fischöl kommen die Hersteller aber nicht vorbei. Und das ist teuer. Bei den Kosten für die Zucht von Nireus sind das fast 60%. Normalerweise lautet die große Diskussion immer, warum können wir nicht die Kosten für Fischmehl und Fischöl reduzieren? Warum nehmen wir nicht mehr Zutaten, die billiger sind? Diese Debatte gibt es. Wir können das probieren, aber das kostet viele Versuche. Mit dem Futter entsteht aber noch ein Nachhaltigkeitsproblem. 1 Kilo Zuchtdorade braucht 2 Kilo Wildfisch im Futter. Auch wenn es sich dabei um Wildfischsorten handelt, die noch reichhaltig vorhanden sind und kaum gegessen werden, ist das wenig umweltfreundlich. Und das daraus gewonnene Futter ist extrem teuer, rechnet Leonidas Papacharidis vor. Freshwater fish.
Und der Verbraucher erwartet von einem Fisch die gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, die ihm auch zugeschrieben werden, auch wenn es eine Dorade aus der Zucht ist. Es gibt immer ein Risiko, zu wenig Omega-3 zu haben. Aber um dem Verbraucher eine ausreichende Menge zuzusichern, prüfen wir den Omega-3-Gehalt des Fischmehls und des Fischöls. Später dann auch im Fisch, den wir verkaufen. Wenn es nötig ist, nehmen wir entsprechende Veränderungen vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, der Omega-3-Gehalt unseres Fischs ist deutlich höher als beim Wildfisch, weil der Fettgehalt unseres Fisches deutlich höher ist. Hat der Fisch wirklich so viel Omega-3-Fettsäuren, wie Nireus sagt? Kann man das so genau steuern? Stichprobe in einem Lebensmittellabor. Dorade aus Mittelmeerzucht von Nireus und Wildfisch, ebenfalls aus dem Mittelmeer. Das Labor untersucht auf Rückstände von Antibiotika, Schwermetallen und dann werden wir auf den Fettsäuregehalt und den Fettgehalt untersuchen, auf die Fettsäurezusammensetzung untersuchen, um eben auch dort prüfen, ob die besonders gesunden Omega-3-Fettsäuren in ausreichender Menge vorhanden sind. Die gesundheitsfördernden Omega-3-Fettsäuren beim Fisch sind ein wichtiges Verkaufsargument. Sie sollen vor allem helfen, Volksleiden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Nach 2 Wochen werden wir wissen, ob die Aussagen von Nireus stimmen. Aber nicht nur das. Allein 30 Millionen Tonnen Fisch holen Fangflotten und Fischerboote jährlich aus den Weltmeeren. Nur um Fischmehl und Fischöl herzustellen. Das ist wenig nachhaltig. Auch deshalb forschen Experten wie Ulfert Focken seit über 20 Jahren an verschiedenen Futterarten. Sojamehl als Eiweißspender ist deutlich günstiger als Fischmehl, deshalb besonders beliebt bei Fischfarmern. Aber auch Soja ist problematisch, denn für den Anbau werden Regenwälder hektarweise gerodet. Ein Hoffnungsschimmer? Jatropha, eine besonders eiweißreiche, aber anspruchslose Wildpflanze. Die Pflanze wird bislang ausschließlich zur Biodieselerzeugung hergestellt. Es würde sich also anbieten, aus diesem Nebenprodukt der Biodieselerzeugung über den Fisch hochwertige Nahrung für den Menschen zu machen. Ob sich Fockens Forschung durchsetzt, ist unklar. Sicher ist nur, angesichts der weltweit deutlich steigenden Nachfrage, vor allem in großen Ländern wie China, muss auch das Futter weiterentwickelt werden. Fockens Prognose: In wenigen Jahren wird sich der Weltmarkt für Fisch und Meeresfrüchte grundlegend ändern und das Angebot wird wesentlich knapper sein und wir werden sehr viel höhere Preise zahlen müssen. Focken ist sich sicher, das Futter wird künftig noch weiter in den Mittelpunkt der Forschung rücken. Nicht nur um den Zuchtfisch zu ernähren, sondern auch um nachhaltiger zu produzieren und die Produktionskosten zu senken. Wie sehr der Fischkonsum steigt, spürt auch der größte Fischhändler Europas, der Handelskonzern Metro. In der Nähe des Frankfurter Flughafens hat der Konzern das europaweit größte Drehkreuz für Fisch- und Meerestiere aus aller Welt errichtet. Über 15.000 Tonnen kauft das Unternehmen jährlich, darunter 110 verschiedene Sorten. Auch wenn dieser Seeteufel ein Wildfang ist, das Geschäft für Fischmanager Harald Smets hat sich verändert. Die Fischproduktion ist mehr denn je eine Industrie geworden. Der Großteil des Fischs stammt auch hier aus der Zucht. Aus Aquakultur ist das Anteil mittlerweile mehr als 70%. Und weil wir sagen können, dass Lachs noch immer das Großartikel ist. Und danach folgt Wolfwas, Dorade und deutsche Zucht wie Forelle. Fisch aus Aquakultur ist planbar. Wir wissen schon, was jetzt in 2 Jahren aus Wasser kommt. Im Vergleich zum Wildfangfisch, Fisch von kleinerer Fischerei, Vorbild, wenn es morgen stürmt auf dem Meer, dann geht der Fischermann nicht raus. Und da haben wir auch keine Fisch verfügbar. Fisch als planbares Produkt. Fast jeder Fisch zu jeder Jahreszeit.
Die Aquakultur macht es möglich. Bei der Metro rechnen sie damit, dass sich die Produktion in den nächsten Jahren weiter deutlich erhöhen wird. Auch wenn die üppigen Auslagen hier einen anderen Eindruck machen. Echter Wildfisch ist selten geworden und viel teurer als Zuchtfisch. Der Wolfsbarsch. Gezüchtet knapp 10 Euro pro Kilo. Als Wildfang mehr als dreimal so teuer. Preisunterschied, zum Beispiel zum Wildfang. Diese Fisch ist ein Allerlinienprodukt. Gefangen in Bretagne durch kleine Tagesschiffe. Catch of the day. Schiffe, die innerhalb 12 Stunden wieder zurück sind im Hafen. Das ist ein Leinefangprodukt. So der Kosten, was dahinter steckt, ist auch eine ganz andere Struktur. Von solchen Fängen können die meisten Fischer längst nicht mehr leben. Nicht nur an der griechischen Küste. In ganz Südeuropa haben viele bereits aufgegeben. Heute dominieren Aquakulturen. Die kleinen Fischerboote meist nicht mehr als Dekoration. Die wenigen Verbliebenen kämpfen ums Überleben, auch weil es kaum noch Wildfisch gibt. Tassos Douzlatsis lebt seit 37 Jahren von der Fischerei. In einer kleinen Bucht bereitet er Köder zum Fischen vor. Seegurken. Einen besseren Köder gäbe es nicht, meint Tassos. Die Fischerei, ein hartes Geschäft. Früher, als es hier noch keine Aquakulturen gab, habe ich 30 Kilo pro Tag gefischt. Das war überhaupt kein Problem. Heute sind es vielleicht noch 5, vielleicht 6 Kilo. Die Aquakulturen sind schuld. Sie verschmutzen die Meere. Aber was ist dran an der Behauptung des Fischers? Dieser Strand liegt in der Nähe einer Fischfarm. Meeresbiologe Panayis Tsivras führt uns hin. Im Umkreis keine Häuser. Niemand wohnt hier. Und doch ein einziger Streifen Müll. Das war mal ein wunderschöner Strand. Mittlerweile hat sich die Qualität des Wassers dramatisch verschlechtert. Wenn Sie sich umschauen, wissen Sie warum. Stammt der Müll tatsächlich aus der Fischzucht? Wir finden eine leere Plastikflasche, Pestizide, Verpackungsreste, auch aus der Aquakultur, meint Panayis. In diesen Tüten steckt das Fischfutter. Hier liegen jede Menge davon rum. Zudem Verbindungsstücke, die für Unterwasserkäfige verwendet werden. Eine Momentaufnahme. Woher der Müll kommt, wie viel davon die Aquakulturen wirklich produzieren, ist unklar. 90% des Mittelmeerfisches stammt aus der Zucht. Und die EU will die Produktion aus den Aquakulturen weiter ankurbeln, auch um den Wildfisch zu retten. Mit hohen Subventionen aus dem Europäischen Fischereifonds. Selbst in lokalen Fischgeschäften in direkter Hafennähe gibt es mittlerweile überwiegend Zuchtfisch. Stratos Haviaras verkauft auf einem Markt in Chios täglich frischen Fisch. Seine Sardinen kommen noch aus dem offenen Meer. Den Lachs kauft er zu, aus Aquakultur. Seine Topseller allerdings züchtet er lieber selbst in einer Farm. Wir züchten Wolfsbarsch, Doraden und Wetsnapper. Und wir exportieren nach ganz Europa, vor allem nach Italien. Die Fischzucht habe einen großen Vorteil, erzählt er uns. Wir können den gleichen Fisch in Aquakulturen viel günstiger produzieren. Die Qualität ist dabei die gleiche. Deshalb spielt Wildfang für mich fast keine Rolle mehr. Tonnen pro Jahr. Die Fischzucht von Haviaras ist vergleichsweise klein. Die Großen bestimmen den Markt. Allein in Griechenland gibt es derzeit zwischen 7.000 und 8.000 solcher Fischkäfige.
Wie geht der Vergleich zwischen einer Zucht und einer Wilddorade aus? Fettsäuren, Antibiotika, Schwermetalle. Stimmen die Angaben von Nireus? Die Ergebnisse weisen Gemeinsamkeiten und Unterschiede aus. Alle Fische sind antibiotikafrei. Im Wildfisch Spuren von Quecksilber, im Zuchtfisch Bleirückstände. Beides deutlich unter allen Grenzwerten. Der Aquakulturfisch liefert aber mehr Omega-3, weil er mehr Fett hat. So wie von Nireus behauptet. Proportion die 2- bis 3-fache Menge des Wildfischs. Der Aquakulturfisch nimmt das Futter auf, das ihm gegeben wird. Gewünscht ist eben ein möglichst hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, da wir hier einen positiven gesundheitlichen Effekt haben. Auffallend aber auch, der Zuchtfisch enthält doppelt so viel Omega-6 wie Omega-3-Säuren, wegen des hohen pflanzlichen Anteils im Futter. Omega-6 nehmen wir durch Lebensmittel wie Brot, Salatöle oder Fleisch bereits im Übermaß zu uns, warnen Experten. Zu viel davon könne Krankheiten eher fördern als verhindern. Unterm Strich ist der Zuchtfisch damit in unserer Stichprobe nicht wertvoller als der Wildfisch. Neben den Doraden hat das Labor auch Wolfsbarsch von Nireus überprüft. Mit einem verblüffenden Ergebnis. Beide Zuchtfische haben den identischen Anteil an Fettsäuren, bis auf die Nachkommastelle. 22,7 gesättigte Fettsäuren und 77,3 Gramm ungesättigte Fettsäuren. Obwohl es sich um unterschiedliche Sorten handelt. So genau kann Nireus den Nährwert des Zuchtfisches offenbar steuern. Von all dem ahnen die meisten Verbraucher weder in Griechenland noch in Deutschland etwas, wenn sie im Restaurant ihren Fisch genießen. Die Wissenschaftler von Archipelago haben ihre Analyse mittlerweile beendet. Sie wollten wissen, ob die Aquakulturen bei Oinousses den Meeresgrund beeinträchtigen. Das Ökosystem dort wurde massiv beeinträchtigt. Und es ist eindeutig, dass sich an diesen Stellen sehr dichte Seegraswiesen befanden, bevor die Aquakulturen errichtet wurden. Nun ist das Seegras um 80% zurückgegangen, in einem Umkreis von mindestens 300 Metern rund um die Aquakulturen. Das ist ein schockierendes Ergebnis und eine sehr starke Belastung, die wir so nicht erwartet haben. Archipelago hat auf Basis einer aktuellen wissenschaftlichen Studie den Wert des Seegrases in Oinousses berechnet. 104 Hektar Neptungras wurden dort laut Archipelago zerstört. Demnach betrage der Schaden mindestens 2 Millionen Euro. Im schlimmsten Fall sogar deutlich mehr. Der Schaden, den die Aquakulturen hier verursacht haben, liegt schätzungsweise bei bis zu 150 Millionen Euro. Das ist der Wert des Ökosystems und der Wert des Seegrases, denn das verhindert die Küstenerosion und dient als Speicher für CO2. Das ist also kein unbedeutender Schaden, den wir einfach ignorieren können. Ein Schaden zwischen 2 und 150 Millionen Euro. Sind die Berechnungen zutreffend? Und welche Verantwortung hat Nireus? Die Zahlen seien nicht anerkannt und beliebig, meint das Unternehmen. Daher könne man das nicht kommentieren. Der Hauptsitz von Nireus in Athen. Dort kennt man die Vorwürfe der Umweltschützer und sagt, an den Nireus-Farmen gäbe es gar keine Seegraswiesen. Das sei auch von den Behörden bestätigt. Etwas anderes zu behaupten, Grenze an Verleumdung, meint der Konzern. Nireus ist hier auf Chios, weil die Gründer von hierher kommen. Vor 28 Jahren haben sie angefangen. Ihr Hauptziel ist, hier in ihrer Heimat gute Geschäfte zu machen und sehr gute Beziehungen zu allen Beteiligten zu pflegen.
Die Farmer werden die Ersten sein, die Umweltveränderungen bemerken. Deshalb investieren wir, die Farmer, unsere ganze Kraft und unser Geld, um Fisch zu produzieren. Und das Erste, worauf wir achten, ist, dass wir unseren Fisch in der bestmöglichen Umgebung züchten. Vielleicht haben wir Fehler gemacht, wahrscheinlich sogar. Aber wenn du handelst, machst du Fehler. Aber wir sind gewillt, diese Fehler zu korrigieren. Können Aquakulturen das Mittelmeer vor Überfischung retten? Oder sind sie selbst eine Belastung? Dieser Frage gehen Forscher der Universität Kiel nach. Direktor des Forschungszentrums ist Professor Roberto Meierle. Er ist ein weltweit gefragter Experte, wenn es um die Frage geht, mit welchen technischen Mitteln man Aquakulturen nachhaltiger gestalten kann. Zurzeit werden das Ganze noch nicht nachhaltig getrieben. Die Aquakultur wird mehr oder weniger auf eine Art Trial and Error gemacht. Das heißt, für die Gebiete werden Anlagen installiert. Man experimentiert, ob das Ganze dann sich in die positive Richtung entwickelt. Aber genau das wollen die Forscher ändern. Ihr Ziel? So viele Informationen wie möglich über einzelne Meeresabschnitte sammeln. Die unterschiedlichen Farben zeigen die Höhe von Wellen an, die Pfeile deren Richtung. Auch Temperaturen und Tiefen spielen eine wichtige Rolle, um zu bestimmen, welche Regionen, welche Buchten für eine Aquakultur überhaupt geeignet sind und wie viel Fisch dort gezüchtet werden darf. In Asien haben sie das System bereits eingesetzt und geeignete Zonen wie diese beschrieben. Aber was man eben hier auch erkennen kann, dass einige Farmen schon außerhalb dieser Eignungsbereiche liegen. Und das kann halt dazu führen, dass diese Farmen zum einen nicht gut funktionieren und dass da eben Krankheiten aufgetreten sind, weil die Strömungen zu gering sind. Damit verknüpft kann aber dann eben auch sein, dass sich unter diesen Farmen dann auch Umweltprobleme vermehrt entwickeln, also im Sediment oder auch im Abwasser. Aber selbst die vielen Daten reichen oft nicht aus, wenn der Produzent dort nicht mitmacht. Dabei stellte sich halt mit den von uns angesetzten Werten heraus, dass manche Farmen eben bis zu 50% mehr produzieren, als es in dem Bereich erlaubt ist. Alle diese Erkenntnisse stammen aus den Forschungen in Asien. Und nun wollen die Forscher auf einer Farm in Griechenland ihr System zum ersten Mal in Europa anwenden. Dimitris Papapanagiotou ist ein mittelständischer Fischfarmer auf Leros, eine Insel in der Ägäis. Dreimal pro Woche ist Erntetag. 1500 Tonnen Fisch verkauft der Fischfarmer jährlich. Das verkaufen andere in der Woche. Auch Dimitris muss profitabel sein und will wissen, wie das nachhaltig funktionieren kann. Es ist nicht die Menge, auf die es ankommt. Es ist die Qualität und der Preis. Je besser die Qualität, desto höher der Preis. Wenn wir weniger produzieren, ist die Qualität des Fischs vielleicht besser. Und das ist unterm Strich wirtschaftlicher. Wir sind sehr offen für diesen Ansatz. Bald wollen die Forscher der Universität Kiel sein Zuchtgebiet vermessen und analysieren. Aber das braucht Zeit. Erst dann weiß der Fischfarmer genau, wie viel Fisch er wo züchten darf, um der Umwelt möglichst wenig Schaden zuzufügen. Andere setzen auf die Idee, mit Meeresgurken und Muscheln den Grund unter den Fischnetzen sauber zu halten. Nireus will dagegen einen anderen Weg einschlagen. Über 5 Jahre sollen zusammen mit einer Umweltorganisation alle Produktionsstätten und Prozesse auf Nachhaltigkeit geprüft werden. Am Ende soll es ein Zertifikat für die Doraden und Wolfsbarsche aus der Firmenzucht geben. Anastasia Milu ist skeptisch, befürchtet, dass große Konzerne weiterhin nur ein Ziel im Blick haben. Bei diesen Firmen haben meiner Meinung nach die Investoren das Sagen und nicht die Farmer.
Für die Investoren zählt nur das schnelle Geld und nicht der Plan, wie die Aquakultur langfristig betrieben wird. Die Meeresbiologin zeigt Dokumente. Demnach will Nireus in Oinousses weiter expandieren, sagt sie. Das eigentliche Ziel der Firma ist, die Produktion in dieser kleinen Bucht sogar zu verdoppeln. Nireus sagt, das Unternehmen plane derzeit keine größere Expansion dort. Und über Seegraswiesen dürfe gar keine Zuchtfarm betrieben werden. Außerdem unterstütze man deren Schutz. Und jedweder Plan für die Zukunft würde nur im Rahmen der bestehenden Gesetze umgesetzt. If you make a small port, you impact. If you establish Wenn du eine Fischfarm baust, beeinflusst du ein wenig die Umwelt. Aber ist das eine große Sache, wenn du den organischen Anteil im Boden um vielleicht 20 Milligramm erhöhst, aber gleichzeitig 200 Menschen Arbeit gibst? Oder 5000 Tonnen Fisch produzieren kannst, die weltweit exportiert und verkauft werden können. Es ist eine Möglichkeit, viele Jobs zu schaffen. Ich glaube fest daran, dass wir in Griechenland einen strategischen Vorteil haben. Gerade für das krisengeschüttelte Griechenland sind solche Betriebe vielleicht eine Chance, den Aufschwung zu schaffen. Für die Zukunft steht fest, die Aquakultur wird wachsen. Ob sie gleichzeitig helfen kann, die Meere zu entlasten, hängt auch davon ab, ob die Forscher und Unternehmen weltweit bessere Lösungen dafür finden. Man kann nicht im aquatischen Ökosystem wirken, ohne auch irgendwelche Auswirkungen zu haben. Und es geht eben darum, wie groß dürfen die sein. Und es gibt auch die Ansätze, dass man sagt, es gibt einen Bereich, der sozusagen erlaubtermaßen beeinträchtigt werden kann. Aber auch über die Form oder das Maß der Beeinträchtigung gibt es da auch noch keine Übereinstimmung, wie stark die sein darf. Aber dass halt sehr anfällige Arten dann da vielleicht nicht mehr vorkommen, das kann zum Teil nicht vermieden werden. Und da muss man im Vorfeld eben schon, denke ich, Schutzgebiete ausweisen oder Gebiete ausweisen, wo man sagt, das sind wichtige Brutstätten, da darf das nicht degradiert werden. Dass man im Vorfeld eben die Planung schon darauf ausrichtet, weil komplett ohne Auswirkungen wird die Aquakultur auch nachhaltig nicht sein. Der Ertrag aus der Fischzucht scheint derzeit noch unendlich. Aquakulturen sollen künftig die Welt ernähren. Der Preis, den wir dafür in Zukunft bezahlen, muss noch bestimmt werden.